So, willkommen zum Mindclone Let's Play auf meinem neuen Mindclone Server. Der alte Server ist Geschichte. Er ist zwar archiviert, ist aber nicht mehr online. Weil der alte Server, das war ja so ein. Naja, es war zwar schon gedacht, dass er öffentlich ist, war aber nie dafür gedacht, dass so viele Leute so aktiv sind, wie sie da letztendlich waren. Weswegen wir uns als Team, also ich, damals noch Uri, JJK1 und Master Warcraft, dafür entschieden hatten, praktisch den Server komplett neu aufzusetzen. Heißt also praktisch, der Server an sich ist der gleiche, aber die Map, alle Areas und alles, was praktisch innerhalb dieser virtuellen Welt abgeht, wurde komplett zurückgesetzt. Ach, da haben wir komplett neu angefangen dementsprechend und jetzt richtig einen großräumigen Spawnpoint reserviert. Dort praktisch eine richtige Stadt gebaut, wie gesagt, ein Spawnpoint gebaut. Und nah anliegend, da wo praktisch der Strand war, ist jetzt praktisch eine Stadt, Angel Town, wo praktisch die ist noch im Bau. Der Server ist noch relativ jung, aber der Spawn selber ist schon relativ weit fortgeschritten. Dementsprechend fangen wir jetzt hier innerhalb des Let's Plays natürlich auch neu an, weil natürlich unsere Arbeit auch zurückgesetzt wurde. Der einzige Unterschied zu früher hier ist jetzt natürlich, dass auch wir selber, ich habe mich selber noch nicht vorbereitet, heißt also, wir haben gar nichts. Wir fangen also komplett bei Zero an. Jo. Dann. Hier ist der Spawnpoint, hier landet man, wenn man frisch reinkommt. Und dann hat man hier erstmal. So, ist ja relativ weit. Ja, Spawnstadt. Anfangen tut man hier mit einem kleinen, sozusagen da wo man direkt spawnt, hat man schon mal ein kleines Tutorial, wie man praktisch anfängt. Hier hat man auch so ein paar Grundsachen. Herzlich willkommen auf Mindclone 2, Admin Walker. Dies ist Mindclone 2, nicht Minecraft. Koordinaten werden euch mit F5 angezeigt, oben links. Das ist hier diese Geschichte. Zunächst solltet ihr euch ein Grundstück suchen. Achtet dabei auf die Areas unten links. Okay, bitte. Egal. Ist dies leer, könnt ihr dort bauen. Das ist praktisch hier unten. Da sind ja jetzt wir vier eingetragen. Einmal meine Mutter, einmal ich, dann JJK1 und Master Warcraft. Zunächst sollte ich euch ein Grundstück suchen. Achtet dabei auf die Areas. Achtet unten links, hatten wir schon. Bauen. Und dann kann man hier mit Area 1, 2 auswählen und dann protecten. Kennen wir ja alle. Dann ist hier, wie gesagt, so ein kleines Beispielhaus, wie praktisch so das erste Haus schön aussehen könnte. So, erst Grundwerkzeuge. Dann, was man mit den Grundwerkzeugen machen kann. Die ersten Items, was man mit denen machen kann. Wir kennen die ja natürlich alle schon. Ja, dann geht es praktisch weiter zum nächsten Schritt. Da ist dann praktisch das hier. Das ist dann schon ein bisschen weiter gebaut, auch schon mit dem richtigen kleinen Beet. Ja, da ist dann solche Sachen wie Regeln. PvP ist erlaubt, aber alles hat Grenzen. Bleibt immer anständig mit den anderen Spielern und bei Zuwiderhandel droht der Bann. Um in der Welt zu navigieren, nutzt bitte folgende Befehle im Chat. Heißt also hier praktisch die T-Taste oder der F11-Taste ist ja beides das gleiche, nur halt hier ist direkt im Vollbild. Dann haben wir unter Set Home, setzt den aktuellen Punkt auf der Map zu Hause, Home. Damit portet ihr euch schnell zurück nach Hause und spawn, damit landet man hier. Damit kommt ihr Sekunden schnell hierher zurück. Ja, so, dann ist praktisch der dritte, ist praktisch dann das hier, hat man schon ein richtiges Häuschen, wo schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Hier sind auch noch ein paar Regeln. Diebstahl führt zu Bann, Töten am Spawn führt zu Bann, heißt also hier der gesamte Bereich, wo unten Spawnpoint steht. Hier ist Töten, also PvP quasi untersagt, überall anderes auf der Map erlaubt. Wie gesagt, solange es nicht überhaupt nimmt und man jetzt halt einfach nur einen immer wieder killt, das ist natürlich klar. Belästigung und Beleidigung führen zum Bann, da bin ich sogar relativ strikt. Wenn ihr euch dann. Was? Achso, ja, hier muss man wieder querlesen.
Wenn ihr euch fragt, wie man Dinge herstellt, dann schaut einfach im Inventar nach. Damit ist das hier gemeint, dieses Buch. Kennen wir ja auch schon. Tötet Schafe nicht, sondern schert sie, das bringt Wolle. Tötet keine Kühe, sondern melkt sie, das bringt Milch. Und tötet keine Pferde, sondern gebt ihnen einen Sattel zum Reiten. Okay, Reiten ist ein bisschen abgeschnitten, aus dem bisschen Buchwort. Egal. Seine Rechtschreibung ist zumindest besser als meine. Ja. Ja, hier denn her hat man wieder ein Haus, hier hat man wieder Obst, ein paar weitere Items, praktisch Umbauten am Feld. Ja, das ist ja schon ein richtiges Häuschen. Auch schon richtig schön mit Dachboden etc. Ja, Bett und allem drum und dran. So könnte dann später ein Haus aussehen und dann als letzter Schritt, quasi der letzte Schritt vom Tutorial, ist dann sehr weit fortgeschritten, ist das hier richtig mit Eingang zum Nether. Wenn man denn schon sehr weit, wie gesagt, halt sehr weit ist. Hier ist so ein kleiner Beispielraum, wie der Nether so ungefähr aussieht. Halt hier mit ganzen Sachen, Glowstone etc. pp. Ja. Und dann hier halt das neue Haus mit farbigen Beton und so weiter und so fort. Und hier dann wieder die vier Tutorials sind lediglich als Beispiel gedacht. Ihr könnt natürlich größer und schöner bauen, so wie das hier zum Beispiel. Das ist ein letztendliches Tutorial, also habt Spaß an Minecraft 2. Manche Gegenstände sind schwer zu besorgen. In solchen Fällen fragt andere Spieler um Hilfe. In Ausnahmefällen hilft euch auch Walker, also ich, wenn ich on bin. Dieses Tutorial bauen... Was? Dieses Tutorial... Ach, da muss ich nochmal mit Master Rockcraft reden. Manchmal liest er es so, wie man eigentlich gewohnt ist. Aber manchmal liest man hier auch quer und dann liest man die nächste Zeile quer. Egal. Dieses Tutorial sollte zeigen, wie ihr bauen könnt und wie ihr das macht. Ich hoffe, euch haben meine Tutorials gefallen. Master Warcraft. So. Oh, ich war gar nicht im Schreibmodus drin. So. Okay, so, dann nächste große Gebäude ist das hier, das ist eine Kathedrale, die hat man, also wie gesagt, den gesamten Spawnbereich, hab ich noch gar nicht gesagt, den gesamten Spawnbereich, also überall wo unten hier Spawnpoint steht, unten links, das ist komplett aus der Feder von Master Warcraft entstanden. Das einzige ist, das Gebäude hier, davon die volle Fähige-Version, da hatte ich früher ein Lager hingebaut, das hat allerdings Master Warcraft auch komplett vergrößert, umgebaut, also wie gesagt, hier im Spawnpoint ist quasi fast alles von ihm. Wie gesagt, das ist die große Kathedrale. Riesiges Gebäude. Und mit Eingang, wer hätte gedacht, es geht ja hier um Christentum, ne? Einmal in the end. Hier ist noch nicht allzu viel gebaut, hätte ich noch in Grenzen. Ja, wegen weil Baum. Hier kommt man dann wieder zurück zum Spawn. Dann haben wir hier so einen schönen Springbrunnen. Hier ist wie gesagt das Lager. Dreietagig und oben ist noch ein bisschen so Tutorial, wie man bestimmte Sachen macht, was so Redstone und so angeht. Hier haben wir ein Holzwerk mit Kran. Und jetzt ist derzeit auch ein Shop-System installiert, das sehen wir gleich. Hier sind dann so ein paar Häuser von Spielern. Hier von meiner Mutter. Hier ist eine Bank. Kann man quasi Sachen tauschen oder auch kaufen und verkaufen für Coins. Das ist nämlich komplett, wie gesagt, dieses Shop-System mit den mittels Coins ist neu implementiert. Man sammelt praktisch, wenn man Sachen abbaut, also bei Erde, bei Sand, bei Gestein und bei Bäumen, sammelt man immer je 64er Block, den man abbaut, bekommt man einen Coin. Das ist aber zufällig, halt, also es ist eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 64. Ja, und damit kann man dann halt Sachen kaufen. Hier zum Beispiel, bei dem unseren Markt. Hier zum Beispiel ist mein Markt, ja, Walkers Marktstand. Und hier kann man sich zum Beispiel Sachen wie die Rüstung kaufen für 15 Coins, ein Schwert, dann die Rüstung für 45 Coins. Außer Schuhe, da brauchen wir jetzt etwas weniger Diamant, deswegen kostet das noch weniger, nur 35 Coins. Und dann geht es wieder von vorne. Hier hat man denn Werkzeuge und das gleiche nochmal aus Gold. Ja,
Dann gibt es noch andere Märkte. Das ist Master Warcraft, der heißt Harry. Dann von meiner Mutter. Genau, von meiner Mutter, die verkauft hauptsächlich Blumen. Und hier ist. Ach, JJK. Von JJK, der Stand. Was steht hier? Möbel, Farbstoffe, Steine. Aus Dungeon. Es gibt mehr, warum Sachen. Was? Es gibt mehr, wenn Sachen gekauft werden. Ah. Oh, Rüstung. Ah. Genau, hier kann ich natürlich nicht zugreifen. Ja, wir sind hier auf ein ganz normales Konto, also wir haben keine besonderen Berechtigungen. Wir sind quasi ein ganz normaler Spieler hier. So, damit habe ich gerade schon mal Spawn Point an sich erklärt. Das ist, wie gesagt, direkt der Spawn. Und dann beginnt ab hier der Strandbereich Angel Town. Ab hier beginnen auch so die ganzen normalen Wohnungen, wo halt Leute drinnen wohnen. Und hier ist er praktisch für neue Spieler, haufenweise Grundstücke. Und hier habe ich als Walker auch nochmal einen kleinen Markt, sogar einen kleinen Minimarkt. Quasi so als Tante Emma Laden, kennt man ja. Hier so ein paar Edelsteine, ah, bisschen Lebensmittel etc. Werkzeuge. Und nochmal ein paar Werkstoffe. Oh, was ist denn hier ein Zombie? Achso, hier unten wahrscheinlich. Das Gebäude ist ja richtig dunkel. Ja, gut. Das war's erstmal damit. Ja, hier unten ist noch relativ wenig. In der Richtung führt ein Weg, der führt. Nein, halt. Ich muss hier lang. Hier haben wir jetzt einen kleinen Teich angelegt bei der Kuhle. Ansonsten gibt es hier auch ein Travel System. Also praktisch TravelNet, die Mod. Von Sokomina. Da gibt es hier ab und zu so solche Dinger, die hier rumstehen. Und dann kann man praktisch damit sich teleportieren. Da, jetzt sind wir bei dem See, den wir gerade von oben gesehen haben. Der stand gerade da. Also da oben. Dann können wir uns natürlich auch zurück teleportieren. Zentrum. Und dann gibt es halt noch ein paar Skelett- und Zombie-Spawner. So, ja, das war's hiermit schon mal mit der Seite. Und dann haben wir ganz hinten. Achso, jetzt hier haben wir auch noch eine Mühle. Wie gesagt, den haben wir hier noch halt den Brunnen. Kennen wir ja auch schon. Hat mich ja schon gezeigt gehabt. Das Lager. Und die, wie gesagt, die große Kathedrale mit dem Zugang zur Hölle. Zum Himmel. Zugang zur Hölle ist ja da. Am Spawn. Und hier hat meine Mutter einen Park angelegt. Der wird dann später auch noch größer werden. Sieht man hier unten unten links, jetzt steht da nicht mehr Spawn Point, sondern Spawn Park. Das gesamte Areal hier, geht dann auch noch weiter und geht auch noch weiter, genauso geht es dann auch ein bisschen rum. Das wird komplett Parkbereich. Und wir gehen jetzt weiter in die Richtung und dann suchen wir uns mal die Gegend, wo wir uns niederlassen können. Ansonsten, dadurch, dass der Server selber noch in der Aufbauphase ist, sind jetzt hier manche Sachen noch temporär geändert. Zum Beispiel ist hier Holz, das gehört hier nicht hin, egal, lassen wir erstmal hier, braucht keiner. Zum Beispiel kann man zwar hier nach wie vor sterben, allerdings behält man, wenn man stirbt, sein Inventar zum Beispiel noch. Das war eine Bitte von Master Warcraft, weil er halt, als er diese riesige Stadt gebaut hat, ist halt natürlich ein paar Mal abgestürzt. Und auch anderweitig gestorben in der Hölle zum Beispiel. Deswegen ist das erstmal temporär. Was ist denn das hier? Hier wollte ich bauen. Aber wisst ihr was? Hier ist ja nicht geschützt. Von daher kann ich das trotzdem bauen. Muss ich das erstmal hier noch alles abbauen? Okay. Ey, hallo? Interessant. Sogar Gleise. Nice. Wer immer das gebaut hat, ich hoffe, er ist nicht böse, wenn ich das Gebäude jetzt übernehme. Ist irgendwas geschützt oder so? Weil das Gebäude sieht ja schon ganz schön wertvoll aus, aber hier ist nichts geschützt. Hierauf habe ich ja keinen Zugriff, ne? Genau, ich habe nur meine Bereiche. Oh mein Gott, da sind sogar Kisten hier. Halleluja.
Gut, wie gesagt, dann wenn wir uns das Ding hier mal unter den Nagel reißen, why not? Ist ja nicht geschützt. Von daher muss ich erstmal gucken, wo es hier rausgeht. Hallo. Hallo. Ach da. Hier was. So. Die Frage ist nur von wo bis wo. Ja, und noch eine neue, So. Ich würde mal sagen, von hier kann es einfach so wie... Okay, ich komme jetzt mal hier ein bisschen ab. Vielleicht kriegen wir auch schon unseren ersten Coin. Das wäre natürlich die Zent witzig. So, dann baggern wir jetzt hier so ein bisschen hoch. Wie gesagt, was ich gerade noch sagen wollte. Was hab ich gesagt? Genau. Jeder, wie gesagt, die Berechnung ist jetzt hier ein bisschen anders. Und zum einen. Hat jetzt jeder die Berechtigung, also diese Large Area Berechtigung. Heißt also, ja, jeder kann quasi 32 Areas anlegen. Und diese Felder können an sich auch wesentlich größer sein, als es früher möglich war. Vielleicht wird das später auch noch... Geht nicht? Was geht nicht? Na egal, ich lasse erstmal Ruhe. Wir bräuchten dringend mal ein bisschen... Spitzhacke oder sowas. Ich köpfe mir erstmal eine Spitzhacke und dann sehen wir mal weiter. Beziehungsweise hier in dem Gebäude waren da Sachen drinne. Vielleicht ist eine Spitzhacke drinne. Nein, hier war ich falsch. So. Nehmen wir uns mal das da, dann nehmen wir uns mal das da, dann nehmen wir uns mal das und das, das, alles und sowieso und überhaupt. Hat er noch Spitzhacken? Leider nicht. Hat er Holz? Holz hat er. Gut, dann werden wir uns erstmal sehr intuitiv gehalten hier. Na komm, achso. So machen wir hier so, 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 bam, bam. Bauen wir uns mal eine kleine Spitzhacke. Da 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 dam 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 dam. So, und mit der können wir uns dann erstmal rein protecten. Ja, hier ist ein guter Bar, hier ist ein guter Bereich. Wir brauchen eine Schippe und eine Hacke. War es jetzt tief genug? Ich hoffe mal ja. Ich baue sich jetzt aber noch ein bisschen tiefer. Mal gucken, wie tief wir sind. Minus 20, ja, das sollte reichen.
Protect. Home. So, damit haben wir jetzt unser eigenes Haus. Und jetzt müssen wir wieder alles aufbauen hier. Kurz weg. Hallo, danke. Ja, los, komm. Hoch. Wie gesagt, damit haben wir jetzt das Gebäude erstmal übernommen. Und dann haben wir schon mal einen kleinen Punkt, wo wir starten können. Komm, weiter. Ups, wer ist da gerade gestorben? Was? Wie viel was ist ein was? Wie viel Dias ist ein Wert? Wer schreibt denn sowas? Bam. Okay. So, damit haben wir unser Haus und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Ich hoffe mal, das war jetzt von der Zeit her gar nicht mal so falsch, auch wenn ich jetzt gerade ein bisschen weniger gesprochen habe. In der letzten Zeit, na gut, war nur 20 Minuten. Egal, reicht aus, war die Einführungsfolge, von daher, bei der nächsten Folge, da geht es richtig los. Da reißt wieder das Haus, was da steht, ab. Und bauen dann unser eigenes Haus dahin. In dem Sinne, schauen wir fort.